Sie wollten sie, sie kruten sie. Nachdem es den Aserbaidschan an der Kursum die Olympischen Sommerspieler sowohl 2016 wie auch 2020 eng auf den Deckel kruht, hat Petro Dolla-Dynastie alles zurückgesetzt für die erste European Games zu organisieren. Baku wäre dann noch der einzige Kandidat für das Mega-Event, das dann nur am olympischen Rhythmus alle 4 Jahre organisiert wird. Es war ja eine große Diskussion, als die Spiele ins Leben gerufen worden sind. Viele NOKs waren skeptisch. Mittlerweile muss man sagen, dass aber fast alle NOKs sich mit den Spielen arrangiert haben. Und der Stellenwert wird natürlich durch die Spiele selber bestimmt. Aber ich glaube, das kann für die Zukunft eine ganz interessante Ergänzung des Wettkampfkalenders werden. Demnach erweitert die Wende am schon gut gefüllten Sportskalender, wird nicht unbedingt bei allen Föderationen direkt auf Begeisterung gestoßen. So gehen am Schwammen mit Junioren und in die Paar, an der Leichtathletik gehen zu Baku die Kippen-Europameisterschaften von der 3. Division organisiert. Das soll sich in Zukunft aber ändern. Ich glaube, dass es auf jeden Fall für die 2. Edition von ganz großer Wichtigkeit ist, dass alle Sportarten mit den absolut besten Athleten antreten. Das war besonders hier in Baku für die Leichtathletik und auch im Schwimmen nicht möglich, aus Termingründen, weil man die Spiele eigentlich doch mit sehr heißer Nadel gestrickt hat. Aber die Verhandlungen, von denen man hört, sehen so aus, dass für die 2. Edition alle voll dabei sind. Lützeburg hat auf diesen European Games schon seinen Partyquoteplatz sicher und das für die erste Edition mal nicht so schlecht abgestellt. Zu bemerken, dass Heimat Karate ein Sport hat vertreten, das die nicht zum olympischen Programm gehört. Am Cyclism schickt den CSL 2 Damen und 3 Herren auf Baku, während er das aus dem Moment nach nicht gewusst. Den CSL hat dann auch nach Quoteplätzen am Schwammen und am Judo als seine Lützeburg Partizipation auch nicht ausgeschlossen. Und dann nicht zu vergessen, ein ganz FLR-Equipe für Team Europameisterschaft. Rundherum des European Games ist trotzdem alles noch ein bisschen flou. Recht nur der erste Edition werde gesehen, welche Importanz die Spieler an Zukunft kriegen werden.